So, meine Lieben und vielleicht auch Bösen, weiß ich ja nicht. Heute mal wieder etwas aus Marxloh, diesmal aus einer bestimmten Ecke. Weil jemand fragte mich unter einem meiner Videos, ob man sich mal hier treffen könnte. Ja, na klar kann man sich hier treffen. Wobei ich würde schon fast eher sagen, nicht zu meiner, sondern zu eurer Sicherheit, vielleicht eher Pollmann-Ecke. Weil hier ist Herr Heckmann. Hier könnte man eigentlich natürlich auch was machen. Vorteil ist, wir haben hier direkt einen Kiosk, das heißt, man kann sich auch schon ein Bierchen holen, apropos Bierchen, guten Durst. Und man wollte sich sowieso mal wieder ein bisschen zurückmelden, weil wir waren jetzt schon eine ganze Weile lang nicht mehr wirklich so für YouTube unterwegs. Aber man muss da ein bisschen den Ball flach halten, weil Anfang letzten Monat hat man zwei, drei Leuten auf die Fresse hauen müssen. Möchte ich erstmal nicht weiter darauf eingehen. Ich bin froh, dass ich davon nichts auf Polizeipresse Duisburg oder so gelesen habe. Besser war das. Weil nicht, dass ich auf einmal Besuch bekomme, habe ich sogar ehrlich gesagt an dem Tag sogar noch mitgerechnet. Aber obwohl die eigentlich alle ihre Pappenheimer kennen, so bei mir sind sie nicht aufgetaucht. Das war schon mal ein guter Start. Können wir jetzt wieder gemütlich nach Hause. Das war jetzt auch die letzte Schicht für diesen Monat. Ich habe auch letzten Monat ein kleines bisschen vorgearbeitet. Weil jetzt kommen die Feiertage. Mal gucken, ob ich irgendwas passendes, feiertagsmäßiges mache. Vielleicht sogar outdoormäßig. Weil teilweise haben wir ja schönes Wetter. Und dann kann man sich immer wieder hier in der Pampa in Anführungsstrichen dreisterweise ein Feuerchen machen. Und mal wieder ein schöner Blick auf Marxloh jetzt kurz vor Weihnachten. Ich meine, Buch. Es liegt zwar überall Müll rum, aber ist auch nicht so schlimm, oder? Außerdem sind manche von den Läden, die sie hier haben, richtig, richtig lecker. Wobei, da müssen wir bei Zeit mal passend einen anderen Laden ausprobieren. Da hatte ich jetzt schon mal über einen Umweg bestellt gehabt, als ich bei meiner Freundin gewesen bin. Das war ein richtig schöner Dönerladen und das Gute daran war, die haben ein so kleines Menü, das passt direkt auf die Rückseite von ihrem Flyer, wenn du bestellst. Die haben nicht so ein Ausklappding oder sowas, weil die alles haben. Die haben nicht so sinngemäß Hamburger und Döner und Pizza und dies und das so. Bei den Läden ist Bestellen sowieso immer scheiße, weil die konzentrieren sich auf zu viele Sachen. Die wollen zu viele Leute glücklich machen mit was Bestimmten und darum machen die dann keinen glücklich. Der hat einfach nur einen Drehspieß, kein Hähnchen, einfach nur Kalb. Und dann hat er einfach nur noch Adana-Spieß und Grillhähnchen vom Holzkohlegrill und das war's. Lecker Otschak quasi. Versehen nicht mit einer roten Ampel auf. Weil scheiße auf rote Ampel. Leckerchen. Und guck mal. Aus Versehen habe ich vergleichsweise wenig Shaky Cam. Dann sage ich jetzt fange ich Shaky Cam wieder an. Hat natürlich nichts damit zu tun, da man mit dem Kollegen auf der Arbeit schon ein bisschen mehr gesoffen hat. Aber das ist der Vorteil von Nachtschichten. Muss ich ja sowieso eigentlich nur zwei pro Woche machen, wenn ich Spaß drauf habe. Aber mal ein paar mehr gemacht. Jetzt habe ich aber Ruhe. Das heißt, Weihnachten ist für andere Leute. Jeder, der unbedingt richtig viel Geld verdienen will. Aber ich habe mir gedacht, sag komm, dieses Jahr verzichte ich auf den Weihnachtsbonus. Arschlecken. Aber halt, wie gesagt, da hinten ist Heckmann, also wenn man möchte, ich bin theoretisch immer ready, aber müssen wir gucken. Also ein bisschen vorher Bescheid wissen möchte ich ja auch. Weil so vor oder nach der Arbeit habe ich ein bisschen schlechte Laune, da sollte man das vielleicht nicht machen. Mal gucken.
Weil sonst, in dem Fall wäre natürlich besser dann da vorne Pollmannkreuz. Weil wie gesagt, da sind Kameras. Das heißt, das wäre sowohl für euch besser wie auch für mich. Vor allem hauptsächlich für euch. Aber je nach Tageslaune bin ich manchmal ein bisschen handgreiflicher. Oh, der Mann ist fleißig. Sehr fleißig sogar. Gucken, aber schnell nach Hause kommen. Schmier mir jetzt nicht ab, Handy. Man hat mir übrigens gesagt, dass dieser Dönermann hier ein sehr, sehr, sehr guter Dönermann sein soll. Ist wohl auch mit Buffet und sowas. Hört sich natürlich erstmal geil an. Meine Güte, ich komme hier aus der Ecke und ich weiß solche Sachen nicht. Aber hier macht sowieso in Anführungsstrichen jeden Tag einen Dönerladen auf und jeden Tag einen Brotmoldeladen und jeden Tag einen Kiosk und dies und das. Macht euch also da keine Gedanken drum. Aber vielleicht halten sich manche Sachen. So, wir holen uns jetzt noch schön beim Alibaba ein Bierchen am Kiosk. Machen wir leer. And you have a good one.